Stefan Brandner. Herzlich willkommen, lieber Stefan, hier in Leverkusen. Ja, schönen guten Abend mal von hier. Bombenwetter draußen, Bombenstimmung war im Saal. Jetzt hat Harald alle rausgesungen hier, ne? Aber man merkt natürlich, sobald die Nazis raus sind, ist Ruhe im Saal. Man kann miteinander vernünftig reden und Argumente austauschen. Das war der Klassiker wieder, ne? Nazis raus, jetzt sind sie raus und haben wir unsere Ruhe hier. Noch ein Wort vielleicht zu Jörg Schneider. Ich komme jetzt aus Thüringen. Warum bin ich bei der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen? Vielen Dank für die Einladung. Aber ich bin ja eigentlich von hier, ne? Ihr wisst das, ich bin Herten geboren, da wo die leckere Hertha-Wurst herkommt. Habe dann eine der schönsten Städte in Deutschland, in Castrop-Rauxel, nämlich meine Lehre absolviert und bin dann 1990 emigriert nach Bayern. Und seitdem bin ich dann auch weg und jetzt im gelobten Land Thüringen. Also ursprünglich war mal Bayern das gelobte Land. Jetzt ja eher Thüringen, ihr habt ja schon drauf angespielt. Viel gelernt. Thüringen, ehemalige DDR, da gab es ja immer diese 5-Jahres-Pläne in der DDR, die die Sozialisten der Bevölkerung aufs Auge gedruckt haben. Und ihr wisst ja alle selber, oder sie wissen ja alle selber, diese 5-Jahres-Pläne haben nie, auch nur ansatzweise, irgendwie funktioniert. Das heißt, bezogen auf diese klitzekleine DDR mit 15, 16 Millionen Einwohnern, allein die Wirtschaftspläne für 5 Jahre sind immer krachend von den Baum gefahren. Und jetzt maßen wir uns an, Klimaschutzpläne für die ganze Welt über Jahrzehnte zu machen. Also, dass das einfach nur schiefgehen muss, das liegt eigentlich für mich auf der Hand. Deshalb halte ich von diesen Plänen schon mal gar nichts. Thüringen habe ich gerade erwähnt, Nazis raus. Das gilt auch für die Thüringer Landesregierung. Nazis sind ja nichts anderes als Faschisten und da gibt es natürlich auch die Rotfaschisten, die nicht weit entfernt sind von den roten Sozialisten und das, was da Anfang Februar diesen Jahres, also Anfang des Monats passiert ist, war ja nichts anderes als Rotfaschisten, rote Sozialisten aus der Landesregierung in Thüringen zu verbannen. Denn was ist passiert? Wir hatten eine Landtagswahl im Oktober 2019, die rot-rot-grüne Mehrheit war weg. Von den 90 Sitzen im Thüringer Landtag sind noch 42 rot-rot-grün, 48 sind bürgerlich. Dann hat sich die rot-rot-grüne Regierung gewandt und hat gesagt, ja, wir wissen jetzt nicht, was wir machen wollen. Wir machen mal einen neuen Koalitionsvertrag. Rot-rot-grün hat einen neuen Koalitionsvertrag gemacht, obwohl sie wussten, dass sie keine Mehrheit im Thüringer Landtag haben. Sie hatten schon alle Pöstchen verteilt, die Minister waren schon eingesetzt, die Ministerien waren schon umstrukturiert, die Staatssekretärsposten waren schon von der Masse her angehoben worden. Also der Kuchen war schon verteilt. Und dann kam der 6. oder 5. Februar, der Zusammentritt des Thüringer Landtags zur Wahl des Ministerpräsidenten. Ich war selbst dabei. Auf der Tribüne saßen die potenziellen Minister. Der Sekt war kalt gestellt, die Häppchen standen schon in der Staatskanzlei und plötzlich passierte was? Die Mehrheit im Thüringer Landtag hat ganz demokratisch einen FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten gewählt. Also eigentlich wäre die Geschichte jetzt zu Ende. Man hätte gesagt, meine Leute von Rot-Rot-Grüne, große Schuspe, die ihr da an den Tag, also ein bisschen Größenwahn, megalomanisch irgendwas auszuhandeln, einen Koalitionsvertrag, schon den Kuchen zu verteilen, wohl wissend, dass man keine Mehrheit hat. Jetzt habt ihr halt verloren, die bürgerliche Mehrheit hat sich durchgesetzt und eigentlich wäre die Geschichte damit zu Ende gewesen. Aber damit fing die Geschichte erst an. Weil es natürlich die Rot-Rot-Grünen in Thüringen, flankiert durch die ganz, ganz überwiegend rot-rot-grün dominierte Presselandschaft in Deutschland, nicht verkraftet haben, dass denen sozusagen in den Rotwein gespuckt wurde, dass die rot-rot-grüne Party nicht stattfinden konnte. Und es ging ein medialer Sturm sondergleichen los in ganz Deutschland. Aus allen medialen Rohren wurde geschossen gegen den gerade eben gewählten und auch vereidigten bürgerlichen Ministerpräsidenten. Das ist ja auch noch halbwegs nachvollziehbar. Was passierte dann noch? Angela Merkel, Bundeskanzlerin, die sich ja sonst schon, wenn sie in Deutschland sich aufhält, in Deutschland zu innenpolitischen Fragen eigentlich so gut wie nie äußert.
Angela Merkel war zu diesem Zeitpunkt in Südafrika und fühlte sich bemüßigt aus dem Ausland. Und wenn man so ein bisschen sich in der Politik auskennt, dann weiß man, dass sich deutsche Politiker oder überhaupt Politiker zu innenpolitischen Fragen im Ausland nie äußern. Angela Merkel war im Ausland, düpierte den südafrikanischen Präsidenten schon dadurch, dass sie überhaupt über Innenpolitik in Deutschland gesprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass der südafrikanische Präsident gar nicht wusste, worum es geht. Denn wer kennt schon in Südafrika Thüringen? Ich weiß jetzt, Thüringen ist jetzt nicht ganz so unwichtig, aber ich denke mal, der hat sich wahrscheinlich überdacht, was erzählt die denn da? Und ließ sich dann dazu herab, Frau Merkel zu sagen, das wäre ein unverzeihlicher Fehler, was da passiert ist in Deutschland. Die Wahl, demokratische Wahl eines bürgerlichen Ministerpräsidenten müsse rückgängig gemacht werden. Frau Merkel hat kein Parteiamt inne. Sie ist die Chefin der Exekutive in Deutschland als Bundeskanzlerin und erdreistet sich, entblödet sich nicht im Ausland, sich in innerthüringischer Belange einzumischen, was einen eklatanten Verfassungsbruch in mehrfacher Hinsicht darstellt. Das habe auch nicht ich erfunden, das ist nachzulesen in der aktuellen Weltwoche. Da hat sich Rupert Scholz, ein ehemaliger Bundesverteidigungsminister und ehemaliger Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, also eine Art Amtsvorgänger von mir, hat sich dazu geäußert und das Ganze als Verfassungsgroteske in Thüringen zu Recht qualifiziert. Eine Bundeskanzlerin hat sich nicht einzumischen in Länderbelange. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen Artikel 30 des Grundgesetzes, ein ganz klarer Verstoß gegen die vertikale Gewaltenteilung. Das heißt, jeder auf seiner Ebene hat sich um seinen Kram zu kümmern. Der Bundeskanzler, der für den Bund zuständig ist, hat sich nicht einzumischen in Länderbelange. Das ist in Artikel 30 ganz klar geregelt. Erster Verfassungsverstoß. Zweiter Verfassungsverstoß. Artikel 38 des Grundgesetzes statuiert die Weisungsunabhängigkeit von Abgeordneten. Das gilt natürlich auch für die Thüringer Verfassung, da steht es auch drin. Das gilt auch für Landtagsabgeordnete, dass sie nur ihrem Gewissen unterworfen sind bei ihren Entscheidungen und parteipolitische Erwägungen außen vor zu bleiben haben, dass jedenfalls kein Druck auf sie ausgeübt werden darf. Genau das Gegenteil ist natürlich passiert, dass man gesagt hat, das muss rückgängig gemacht werden, sagt die Bundeskanzlerin, damit wird Druck ausgeübt. Und sie hat auch sofort gesagt, was passiert oder sofort gezeigt, was passiert, wenn diesem Druck nicht entsprochen wird. Sie hat gleich den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Hirte, aus Thüringen rausgeschmissen aus der Bundesregierung, weil er, oh Schreck, dem frisch gewählten Ministerpräsidenten in Thüringen, dem von der FDP, gratuliert hatte zur Wahl. Das war der Grund, Herrn Hirte aus der Bundesregierung zu entsorgen. Bestrafe einen, erziehe Hunderte. Damit war ganz klar, was Frau Merkel damit beabsichtigt hat. Es hat sich dann noch relativ positiv geäußert, der, ich glaube, inzwischen auch ehemalige stellvertretende Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Thüringen, der auch seinen Job losgeworden ist, weil er eben gegen diese Richtung, die Merkel vorgegeben hatte, sich positioniert hatte. Erstaunlicherweise im Amt sind noch Wolfgang Kubicki von der FDP, der auch seine Parteikollegen in Thüringen gratuliert hatte. Und was mich auch sehr erstaunt, ist, dass immer noch der Bischof von Erfurt im Amt ist. Der hat nämlich auch dem Herrn Kemmerich, dem FDP-Ministerpräsidenten, gratuliert. Ich weiß nicht, ob Frau Merkel beim Papst schon da tätig wurde, dass vielleicht auch die Bischofsweihe rückgängig gemacht wird, weil sie ein unverzeihlicher Fehler war aus heutiger Sicht. Jetzt wird uns als AfD ja vorgeworfen, wie perfide, wie rechtsstaatfeindlich, wie demokratiefeindlich war denn das, den FDPler zu wählen? Hallo? Es war ein zentrales Wahlversprechen der AfD, im Übrigen auch der FDP und der CDU in Thüringen, ein zentrales Wahlversprechen, Kommunisten müssen weg von der Regierung. Rot-Rot-Grün muss beendet werden, der Kommunisten, der Kommunist Ramelow, der muss weg. Das war ein zentrales Wahlversprechen. Warum haben wir dieses Wahlversprechen gemacht? Weil wir grundsätzlich davon ausgehen, dass Sozialismus eine zutiefst verbrecherische Ideologie ist, die seit 100, 150 Jahren nichts anderes als Mord und Totschlag, gebrochene Lebensläufe, zerrissene Familien hervorgebracht hat. Sozialismus ist eine zutiefst verbrecherische Ideologie. Und dabei ist es uns bewusst, dass sowohl die roten Sozialisten,
Es gibt ein Schwarzbuch des Kommunismus, mindestens 100 Millionen Tote in den letzten 100, 150 Jahren auf dem Gewissen haben. Das sind allein die roten Sozialisten. Dann kennen wir selber noch die braunen Sozialisten aus der Zeit von 1933 bis 1945. Da kommen viele Millionen Tote noch hinzu. Das hat uns als AfD natürlich dazu verleitet zu sagen, wir wollen gar keinen Sozialismus in Deutschland, weder roten noch braunen und schon gar keinen, wie er sich anbahnt, grünen Sozialismus. Das ist unsere tiefste innere Überzeugung. Und die Historiker der späteren Generation werden dann wahrscheinlich noch nachweisen, wie viele Tote, 1000 Tote, Millionen Tote, der grüne Sozialismus, der sich hier anbahnt und teilweise umgesetzt wird auf dem Gewissen, haben wird. So, deshalb hatten wir ein zentrales Wahlkampfversprechen, Rot-Rot-Grün, Sozialismus muss weg. Und der Sozialismus ist in Thüringen ein sehr großes Problem. Wir haben auf der einen Seite Herrn Ramelow, der immer so als Bürgerlicher, ja, so schlimm ist er ja gar nicht. Dazu muss man wissen, dass Herr Ramelow fremdgesteuert ist. Ich sage gleich auch von wem. Und Herr Ramelow sich bis heute weigerte, die DDR als Unrechtsstaat anzuerkennen. Ja? So mit dem Spruch, ja, alles war ja nicht so schlecht. Das kennen wir aus anderen Zeichen auch, wo manche Leute sagen, alles war nicht so schlecht, in der DDR dann auch nicht. Und ein Unrechtsstaat war das auch nicht, sondern es war halt die Stasi, die so schlimm war. Die Stasi war aber keine eigenständige Institution. Die Stasi war so eine Abteilung der SED, Schild und Schwert der Partei. Die Stasi hat nichts von sich selber gemacht, sondern hat genau das umgesetzt, was die SED verlangt hat. Das heißt, für alle Verbrechen in der DDR ist die SED verantwortlich und die SED gibt es immer noch. Sie heißt inzwischen allerdings die Linke. Juristische Person hat sich nicht geändert. Das ist also die historische Fortsetzung der SED, ist die Linke in der heutigen Zeit. Und in der Linken tummeln sich in Thüringen sehr viele schillernde Persönlichkeiten. Herr Ramelow ist dabei, der wie gesagt sehr zart angefasst wird in der Presse. Gleich hinter Ramelow, und das ist der Strippenzieher, gibt es den Chef der Staatskanzlei, der es inzwischen nicht mehr ist, aber möglicherweise demnächst wieder wird, weil die Wahl ja rückgängig gemacht wird und wir wählen, wenn ich da richtig informiert bin, am nächsten Mittwoch im Thüringer Landtag mal wieder neu. Mal gucken, was dann rausgekommen wird. Also der Strippenzieher ist Benjamin Immanuel Hoff. Das ist so ein Salonbolschewist-Import aus Berlin, der die Strippen zieht, auch die ideologischen Strippen zieht in Thüringen. Herr Hoff ist dadurch, also Herr Hoff hätte eigentlich dadurch deutschlandweit bekannt werden müssen, dass er sich im Thüringer Landtag ans Rednerpult gestellt hat und gesagt hat, Herr Brandner, gab vorher so eine kleine Redeschlacht. Herr Brandner, wenn Sie mich als Linksextremisten bezeichnen, ist das ein Ehrentitel für mich. Der amtierende Chef einer Staatskanzlei eines deutschen Bundeslandes stellt sich im Parlament des Bundestages hin und sagt, Linksextremist ist ein Ehrentitel für mich, meine Damen und Herren. Da haben Sie nichts von mitbekommen, denke ich mal. Ich habe es über Facebook und über Twitter und so, das wird nie aufgegriffen, ist jetzt auch schon einige Zeit her. Der MDR, der Mitteldeutsche Rotfunk, Westdeutschen Rotfunk habt ihr ja auch, wir haben Mitteldeutschen Rotfunk, der hat einmal an einem 5.05 Uhr morgens eine kurze Reportage dazu gemacht. Jetzt kann man sagen, ja gut, das passiert einem schon mal, aber können Sie sich vorstellen, was passierend wäre, wenn sich zum Beispiel Björn Höcke in den Thüringer Landtag gestellt hätte und hätte nicht von dem Ehrentitel Linksextremist gesprochen, sondern die andere Richtung gewählt, was in Deutschland Tage, wochenlang los gewesen wäre, wenn das die Linken machen, Kräht kein Huhn nach. Das wird einfach in den Skat gedrückt. Herr Hoff war übrigens auch, wie das für so einen guten Salon-Bolschewisten gehört, in seiner Jugend, die bis 35 Jahre ging, in so einer Jugendvereinigung, die einige Landesverbände in sich hatte, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Das teilt er mit einer Frau Werner, die auch in der Thüringer Landesregierung sitzt, die ebenfalls in dieser Jugendvereinigung war, von der einige Landesverbände vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Dann haben wir einen Helmut Holter, Import aus Mecklenburg-Vorpommern. Der hat zu DDR-Zeiten jahrelang in Moskau studiert, also ein Betonkommunist, richtig alten Schlages. Wir haben im Thüringer Landtag als Stütze der Einstimmenmehrheit in der letzten Legislaturperiode haben wir nachweislich einen Stasi-Spitzel. Und wenn Sie nur eine Stimme Mehrheit haben in der letzten Wahlperiode als Rot-Rot-Grün, dann hängen Sie von dieser Stasi-Stimme ab. Wir haben im Thüringer Landtag weiter noch eine Mitarbeiterin in der linken Fraktion, die tätig war für die K1, die politische Polizei in der DDR, also auch nicht weit von dem Stasi-Spitzel entfernt. Wir haben mehrere Leute in der Thüringer Landtagsfraktion, die der militante Arm des der parlamentarische Arm des Straßenterrors in Thüringen sind, also eine ganz, ganz üble Truppe.
Dann gibt es da noch eine Person, die ist so ein bisschen anders einzuschätzen, aber das muss man vielleicht auch wissen, weil das möglicherweise hier in Leverkusen nicht so ganz bekannt ist. Es gab in der letzten Wahlperiode, wie gesagt, Rot-Rot-Grün mit einer Stimme Mehrheit. Relativ am Anfang der Wahlperiode ist aus der AfD-Fraktion sind einige Leute ausgetreten, 3 Stück, und einer hat innerhalb von Monaten den Weg zur SPD gefunden. Ein AfDler, der also bei der vorletzten Landtagswahl auf Listenplatz 2, Mitbegründer der AfD, mit Björn Höcke zusammen in Thüringen, hat dann irgendwann herausgefunden, er wäre doch im Herzen Sozialdemokrat und ist dann also nach kürzester Zeit gewechselt zur SPD. Also diese Einstimmenmehrheit in Thüringen war erstens einmal abhängig vom Stasi-Spitzel, von der politischen Polizei-Tante, die da eine Rolle spielte, vom parlamentarischen Arm des Straßenterrors und zusätzlich noch von dem ehemaligen AfDler. Also eigentlich hätte da schon die Welt zusammenbrechen müssen, wenn wir heute über Kooperationsverbote sprechen. Das spielte aber alles gar keine Rolle, weil die Linken alles dürfen. Wie ging es dann weiter? Frau Merkel hat gesagt, wir müssen rückgängig machen. Medialer Sturm, und dann ging es auch noch richtig zur Sache, so wie am Anfang hier der Veranstaltung hier. Also richtig mit Straßenterror, der neue Ministerpräsident Leibwächter, so viel hatte der Alte, glaube ich, in den letzten 5 Jahren nicht gebraucht. Seine Kinder mussten beschützt werden auf dem Weg zur Arbeit. Seine Frau wurde auf der Straße bespuckt, weil sie die Frau eines FDP-Ministerpräsidenten war. Und daraufhin ist er natürlich zusammengebrochen. Sag mal, uns AfD-Land, wir kennen das, wir sind gestellt im jahrelangen Kampf. Es passiert uns ja fast jeden Abend, dass wir Probleme haben mit Linksfaschisten. Aber die FDP, die ist natürlich wie so ein Fähnchen im Wind. Die haben bisher die letzten Jahre sich durchgekuschelt. An Herr Lindner, jeder mit jedem, alles und immer, egal, wir regieren hier und sind im nächsten Bundesland dagegen, das war denen egal. Also die sind gleich umgefallen bei dem ersten medialen Sturm, der über sie hinweg gefegt ist. Ich weiß nicht, wer dann noch Herrn Lindner gesehen hat in der letzten Bundestagssitzung, eine peinliche Vorstellung, dann sind wir beim Bundestag, deshalb haben wir die Veranstaltung hier, eine peinliche Vorstellung sondergleichen, ein Entschuldigungsmarathon, ein Kotau eigentlich vor allem. Ich habe das schon gemerkt, als er zum Rednerpult hin ist, da hat er schon so eine Schleimspur hinter sich hergezogen. Ich habe mich dann gewundert, dass er seine Rede im Stehen gehalten hat. Ich hätte jetzt also mindestens erwartet, dass er sich hinkniet oder vielleicht auch noch wie bei einer Bischofsweihe so vorne vor den rot-rot-grünen Block legt. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich dann ein gestandenes Mannsbild stehend am Rednerpult von seinen 5 Minuten Redezeit, ich weiß nicht, 4:58 entschuldigt und ist dann auf der gleichen Schleimspur, auf der er zum Rednerpult hin ist, wieder auf seinen Platz zurück. Also eine Vorstellung sondergleich. Entschuldigt alles Mögliche. Herr Kemmerich wusste dann auch nicht, was er machen sollte, also der FDPler als Ministerpräsident, ist zurückgetreten. Jetzt haben wir da halt so eine Krise. Ich behaupte mal, das ist keine Krise, was da war. Das ist ein Putsch, der da stattgefunden hat in Thüringen. Ein klassischer Putsch von oben, Merkel und Konsorten, die sich also eingemischt haben, die angestachelt durch Frau Merkel rückgängig machen, das die Medien in die Stellung bringen und dann noch ihre Merkel-Miliz auf die Straße zu schicken, die Kemmerich und die FDP und inzwischen auch die CDU auch als Nazis verunglimpft, die Leute angreift, die Autos zertrümmert, die Scheiben zertrümmert, die Büros angreift. Das war ein Putsch von oben und nichts anderes und alles andere als ein Aushängeschild für unsere Demokratie. Es erinnert mich sehr an 1932. Es gab mal einen Preußenschlag. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da so historisch bewandert ist. Das war eine Notverordnung, ich glaube die erste Notverordnung des damaligen Reichspräsidenten Hindenburg, der mit dieser Notverordnung die demokratisch legitimierte preußische Landesregierung, die von einem SPDler damals geführt wurde, einfach abgesetzt hat und wenn ich da richtig informiert bin, Herrn von Papen, den damaligen Reichskanzler, als so eine Art Verwalter für Preußen eingesetzt hat. Also ganz massiver Eingriff in die Souveränität des damaligen, heute würde man sagen, Bundeslandes Preußen, Absetzung der demokratischen Regierung, die übrigens keine Mehrheit hatte. Was ist heute passiert in Thüringen, deshalb rede ich analog zum Preußenschlag, vom Thüringenschlag, da war es nichts anderes, außer, dass die Regierung eine Mehrheit hatte, nämlich die AfD mit der CDU und der FDP zusammen, die Mehrheit, die bürgerliche Mehrheit ist da, trotzdem gab es diesen Putsch, diesen Schlag von oben und ich wünsche uns allen nicht, dass sich das jetzt dann so fortsetzt wie 1932. Wir wissen genau, was sich dann an diesen Preußenschlag in Deutschland angeschlossen hat. Ich hoffe, dass wir intelligenter geworden sind und diesen Weg, der damals eingeschlagen wurde für Deutschland, dass wir diesen Weg in Deutschland nicht beschreiten müssen. Dazu bedarf es natürlich einer Wiedererstarkung unserer Demokratie in Deutschland. Und dazu bedarf es auch einer bürgerlichen Mehrheit, weil die anderen können es nicht. Die anderen haben diesen Putsch, diesen Thüringenschlag verursacht. Wir haben
dadurch das Problem, dass wir in Thüringen die bürgerliche Mehrheit, die übrigens im Bundestag ja auch da ist, da redet auch kaum einer drüber. Ne? Im Bundestag hätten CDU, CSU, FDP und AfD zusammen eine bürgerliche Mehrheit und könnten Schluss machen mit dem rot-rot-grünen Unsinn im Bereich Europäische Union, im Bereich der Wirtschaftspolitik, im Bereich der Energiepolitik, im Bereich der Gender-Mainstreaming-Politik. Das alles könnte man beenden. Das alles, was eigentlich angeblich ja CDU, CSU beenden wollen, was FDP beenden will, was wir sowieso beenden wollen oder ändern wollen, könnte man machen. Sie wollen es aber nicht. Und genau das gleiche Problem haben wir jetzt in Thüringen. Die Mehrheiten sind da. Man hätte 5 Jahre lang Zeit gehabt, Thüringen wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und dieses rot-rot-grüne Feuchtbiotop, wie ich das immer so nenne, auszutrocknen. Ja, so ein bisschen den Geldhahn zuzudrehen im Krampf gegen rechts, die ganzen Millionen, die da rausgeblasen werden, eine vernünftige Bildungspolitik zu machen, eine vernünftige Energiepolitik zu machen, sich um die innere Sicherheit zu kümmern. Das alles ist jetzt weg. In Thüringen haben wir inzwischen ungefähr die gleichen Verhältnisse, nicht ganz so schlimm wie in Hamburg. In Hamburg haben wir AfD plus FDP plus CDU kleiner als Grüne. Das sind die Verhältnisse, die in Hamburg sind. In Thüringen sind die Umfragen für die nächsten Wahlen nicht ganz so schlimm, aber ich sehe da, muss ich Ihnen sagen, ganz schwarz. Redezeit, Begrenzung gibt es heute Abend nicht, trotzdem will ich das nicht weiter vertiefen, aber ich bin der Auffassung, wenn man sieht, wie die anderen, jeder mit jedem, alles und immer, ich habe es vorhin gesagt, egal wer, Hauptsache Pöstchen, wie die anderen dann auch mit den Grünen kuscheln, mit den Roten kuscheln. In Thüringen gibt es eine Zusammenarbeit informeller Art, wie uns gesagt wird, zwischen CDU und Linkspartei. Da finden also alte Blockflötenparteien wieder zusammen. Bei den anderen Parteien ist es tatsächlich so, sie können wählen, wen sie wollen. Sie haben keinen Einfluss darauf, was danach passiert. Jeder kuschelt da mit jedem und da wird immer die Politik fortgesetzt, die heute schon da ist und die schlecht ist für Deutschland. Also wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihre Stimme was bewegt in Deutschland, dass Sie sich darauf verlassen können, dass das passiert, was in den Programmen drinsteht, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir haben zwar keine Parteiveranstaltung, deshalb rufe ich auch nicht dazu auf, die AfD zu wählen, aber Sie können die Stimme natürlich so abgeben, dass die nächste Bundestagsfraktion der AfD größer ist. Damit bedanke ich mich zunächst für die Aufmerksamkeit. Ich denke, wir machen jetzt noch ein kleines Frage-Antwort-Spielchen. Und kommt ihr runter oder kommt ihr noch rauf? Ich bleibe oben. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Dann darf ich